Das sind Emotionen, du. Ich werde einfach emotional, du. Ja, es ist so, ich muss etwas erklären und ihr müsst mich verstehen. Und es kommt meine italienische Wurzel mit den Händen. Meine italienische Wurzel, meine portugiesische Wurzel, meine brasilianische Temperament, kommt zum Vorschein. Okay. Jungfrau, was kommt bei dir in Sachen Liebe? Oh. Oh, okay. Diese jemand, die du zusammen bist, für Leute, die hier Resonanz sind, ja? Das ist eine allgemeine Legung. Ja. Der ist deine Seelen, karmische Liebe, Seelenpartner, Jungfrau. Was ist Verborgenes? Verborgenes. Vertrauen. Noch eine. Jungfrau. Du hast Kummer. Allein sein. Du hast Kummer. Das ist die letzte Karte hier. Irgendwas bereitet dich Kummer. Vor allem wegen Vertrauen. Ja? Bring deine Liebe zum Ausdruck. Sei mutig und geh einen Schritt auf deinen Wunschpartner zu. Lass Kontrollthemen los. Also, das ist Schattenthema bei dir oder bei deinem Gegenüber. Erlaube die Situation ganz natürlich zu entwickeln. Und wenn du musst mutig sein, ja. Aber was ich hier merke, ist, dass du lange allein warst, ja. Und du hast es vieles noch zu verdauen, ja. Wegen Vertrauensmissbrauch in Sache Liebe. Und das ist Schattenthema bei dir, ja. Das ist ausgerutscht. Bitte. Zwei Karten. Jungfrau. Danke. Danke. Ja. Oh. Wegen einer Erfahrung von der Vergangenheit, eine Trennung, ja, das, was du da erlebt hast mit deinem Mann. Burnout, ja, du hast Undurchsichtigkeit in Sachen Liebe, das Vertrauen verloren wegen ex-toxischer Beziehung, die du schlechte Erfahrungen gemacht hast, ja, mit jemandem, was er erschöpft. Oh. Und deswegen diese Kontrolle, ja, du musst locker sein, wenn du jemand Neues kennenlernst, Jungfrau, ja, dass das nicht zum Belastung wird für den Partner, ja. Vertrauen muss sein, sonst das ist ein Fundament, die ein A und O in der Liebe, ja. Ich möchte noch eine Karte für dich, wo zuguckt. Die, wo zuguckt. Ja, Umarmung. Umarmung, du hast ein perfektes Gegenstück gefunden. Und bitte, ja, das ist sehr wichtig hier, was ich sage, die Botschaft. Nimm es zu Herzen, wenn du hier in Resonanz bist, wenn du hier dabei bist, ja. Du willst jemanden kennenlernen, wenn er noch nicht in dein Leben ist. Und wenn er schon gekommen ist, du musst dieses Schattenthema Vertrauen bearbeiten. Du musst daran arbeiten. Für dich Inneres, ja, weil Vergangenheit liegt hinter dir. Ich habe auch das Gefühl, du bist wie im Heilungsprozess, ja, für dich selbst. Und du musst Vergangenes loslassen, ja, einen Punkt setzen und nicht vermischen mit dem Neues, weil das tut nicht gut, ja. Das belastet die Partnerschaft, die neue, ja. Nie mit jemand Neues etwas vergleichen, ja. Für dich in der Liebe. Was sagen die Engels noch? Was sagen noch die Engels für dich, wo zuguckt? Eine Botschaft, ja. Ja. Frage deine Engel, du bekommst die Antwort. Nein, bitte, eben. Bitte, keine Kontrolle. Nein, bitte, gehe nicht vor. Ach so.
Gelegenheit wird sich bringen. Denk noch mal darüber nach, ja, über dich selbst analysiere, ja, dass du nicht dich selbst blockierst in der Liebe. Das meine ich, Jungfrau, ja. Alles Gute.